Ellie, bald müsste ich wissen, wo ihre Basis ist. Klasse, Chase. Woran hapert's denn noch? Mein Kontakt in Rex Gang hat vorher noch was bei der Sternwarte vor. Aber du kannst es Natalia schon mal sagen. Wenn Rex ihren Dad festhält, dann in der Basis. Gut, aber ich konnte sie bisher nicht erreichen. Sie ist es wohl leid zu hören, dass sie mit dem Hund rausgehen soll. Dann rufe ich sie später selbst an. Wo muss ich denn jetzt hin? Wo ist denn hier ein Schwein? Keine Ahnung. Entschuldigung, Polizeiangelegenheit. Gut, dann fahre ich mal darüber. Diese Achterbahn fällt mir gerade auf. Bestimmt ist sie mir schon mal aufgefallen. Ja, aber ich dachte, die Sternwarte ist auf dieser Insel. Mal sehen, ob der Roller überhaupt hier hoch schafft. Erinnert mich schon ein bisschen an Lego-Insel. So. Okay. Rex will, dass wir das Teleskop aus der Sternwarte klauen. Ja, Rex interessiert sich für Astrologie? Ha! Ist sicher nicht für Rex, sondern für den alten Herrn, stimmt's? Stimmt. Den alten Herrn? Nun, worauf wartest du? Du hast doch diesen Pressluftbohrer von der Baustelle, oder? Dann benutze ihn! Ja, mach ich. Glaubst du an diesen Sternzeichenkram? Nö, liegt aber wohl daran, dass ich Fisch bin. Sehr gut. Ich fahre den Laster nach hinten. Brauchen aber noch einen Schlüssel oder so. Und jetzt kümmere ich mich um den Kran. Hab ihn wohl etwas ramponiert. Halt deine Augen auf. Falls wer kommt, kümmere dich um ihn. Hast wohl trainiert, Jimmy. Auf jeden Fall funktioniert dieses Ding jetzt wieder. Wir müssen das Dach der Sternwarte aufkriegen. Aus dem Vordereingang kriegen wir das Teleskop jedenfalls nicht raus. So. Kümmer dich um den Sicherungskasten. Die Kabel gehen zur Kuppel. Ich weiß schon, was ich zu tun habe. Müssen wir nur noch das Teleskop auf den Laster laden und uns schnellstens vom Acker machen. Komm schon, in den Kran mit dir. Muss ich eigentlich alles hier machen?
hinten auf den Laster damit. Nach hinten ausgerichtet. So können wir die Polenta schon meilenweit kommen sehen. Gut. Und jetzt in den Laster mit dir. Ja, okay. Wie ist er denn hier hingekommen, wenn die Schranke nicht kaputt war? Du bist jetzt so viel schneller. Ein paar Abkürzungen nehmen. Wer hat denn plötzlich so viel Gas bekommen? Ich weiß jetzt, glaube ich, wo wir sind. Da hinten hatte ich Karate geübt. Natürlich fahren wir einfach hier rein, wo der Zug uns entgegenkommt. What? Die letzte Lieferung. Gerade angekommen. Exzellent. Jetzt brauchen wir nur noch das Passwort für den Apparat des Professors. Ich könnte ihn weichkochen. Nicht nötig. Meine Leute haben endlich das Druckmittel, das wir brauchen. Ha 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 ha
Entschuldigung, das ist einfach lustig. Boss, Ihre Webcam ist wieder falsch eingestellt. Was? So was Lästiges. Technik. Und Ihre Stimme klingt so komisch. Ich melde mich wieder. Professor? Damit muss Professor Kowalski gemeint sein. Wohoho, ein Glück, dass ich das mitbekommen habe. Das ist der Truck des Eindringlings. Oh, das war's mit meiner Tarnung. Irgendwo muss er doch stecken. Suche ihn. Oh, das war knapp. Ich hasse dich, Fahrstuhl. Jetzt verstehe ich auch mein Horoskop, in dem es hieß, ein großer, finsterer Fremder würde mich verhaften. Dir gebe ich Saures. Mach das. Nicht schon wieder. So. Da komme ich noch nicht durch. Was ist denn jetzt hier meine Aufgabe? Strom abschalten. Komme ich hier durch? Nein, noch nicht. Ich brauche erstmal die Kiste, die da drauf kommt. Okay. Mach dich bereit. Ich spiele doch jetzt hier kein Basketball. So, Kiste. Was? Meine Güte, so. What? Ich hoffe, da sind nicht wieder riesige Ventilatorflügel. Oh, toll. Keine Ventilatorflügel, nur Laserkanonen.
Naja, natürlich. Von rotierenden Energiestrahldingern. Ich wette, dieser Schacht endet in einem Schmelzofen. Ja. Ein U-Boot. Damit schaffen sie wohl das meiste Material heran. Wir müssen aber weit laufen, da sind sie ja schon K.O., wenn sie bei mir sind. Zip. Was kriege ich denn jetzt? Dynamit wofür? Verpassen wir dem Teil ein Upgrade. Ich stelle mir einfach vor, dass das ein Greifautomat vom Rummel ist. Was ist hier los? Oh oh. Hey! Was mit dem Heranschaffen von Material. Und mit diesem Motor komme ich durch die verstärkte Tür da drüben. Klopf, klopf. Wer ist da? Das ist zwecklos. Das ist zwecklos. Wieso haben die überhaupt ein Jetpack? Wie kriege ich das Ding denn hier kaputt? Gar nicht, ne? Okay. Dann brauche ich einen Feuerwehrmann. Aufgepasst! Ist halt, ach so, das war okay. So. Hm.
Was haben wir denn hier drin? Eine Kiste. So, wo kann ich Spuren lesen? Ja, komme ich gerade irgendwie nicht durch. Ich habe so das Gefühl, dass ich gerade mega einen Cut gemacht habe. Ah ne, war alles wohl doch irgendwie richtig. Ja, da kommt doch gar nicht hoch. Ich weiß gerade nicht, was ich hier machen soll. Oder ist das Level schon wieder verbuggt? Ja, eigentlich das erste Mal. So. Ich hätte nur öfters da draufschlagen müssen und ich dachte, das ist jetzt so ein Punkt, wo ich versuchen muss, weil ich dagegen geschlagen habe und nur Geld rauskam.
Hey. Soll das denn funktionieren? Ach so. Ach so. Ich dachte nämlich, ich würde von da drüben hier hinfliegen. Den pack ich noch so K.O. Ich die dann Miet hier raus? Nein, leider nicht. Hier. Okay. Ach da. Boom. Ich dachte, jetzt geht der Strom aus. Wow, und das alles nur mit einem Bündel Dynamit. Cool. Wohin geht's? Da rein? Nein. Dann kann ich das jetzt aktivieren. Ups.
Was haben wir denn hier? Hey, wo kommt denn jetzt der dritte noch her? Kurzzeitig habe ich gerade wieder gedacht, wie komme ich denn da hoch? Aber jetzt ist mir wieder eingefallen. Elektriker. So, den Hebel kann ich jetzt betätigen, wodurch ich dann durch die Tür komme. Vielleicht. Nein. Was ist hinter dieser Tür? Ja, werden wir ja gleich sehen. Was passiert eigentlich, wenn man das falsch macht? Noch eine Tür. Ich werde euch niemals helfen. Ach, wirklich? Das reicht jetzt, Rex. Mein lieber Professor. Moment, dieser törichte Computer. So. Mein lieber Professor Kowalski, bitte. Seien Sie vernünftig. Forrest Blackwell! Forrest Blackwell? Sie haben mich belogen! Sie sagten, meine Arbeit würde der Gesellschaft nutzen! Oh, das wird sie. Nur nicht dieser Gesellschaft. Dieser Gesellschaft, die mein Geschenk verschmähte. Dieser Gesellschaft, die mich verschmähte, als ich ihr das Paradies bot. Ihr Monsterprojekt im Bluebell Nationalpark hätte zu einer gewaltigen Verseuchung geführt. Die komplette Tierwelt wäre zugrunde gegangen. Als gäbe es nicht genügend Eichhörnchen.
Na gut, tun Sie, was Sie müssen. Ach, Professor, Ihnen würde ich doch nie wehtun. Dad! Oh, meine Natalia! Ich weiß, was Sie vorhaben! Hilf Ihnen nicht! Das reicht, meine Liebe. Ich nehme an, wir haben uns verstanden, Professor. Ja, das Passwort für den Apparat lautet Forrest Blechfell. Scheiße. Danke, Professor. Dieser blöde Computer. Ich verlange sofort einen neuen. Was ist mit meiner Tochter? Was soll mit ihr sein? Oh, Natalia, was habe ich getan? Gut, jetzt muss ich aber hoch zum Professor. Was ist hier mit dir? Ich denn jetzt hier Laserschwert. Erstmal hier auf, Mann. Nee, das will ich jetzt nicht. Was ist denn hier oben? Ist aber noch kein Strom, oder doch? Hallo? Wer sind Sie? Ich bin's, Professor Chase McCain. Sie sind gar kein Professor, sondern von der Polizei? Nein, das... Ach, egal. Ich bin hier, um Sie zu befreien. Ah, prächtig. Drück den Knopf auf dem Kontrollfeld hinter mir. Ja, aber erstmal muss ich mich ja um die Leute kümmern. Danke. Ach du Schande. Chase McCain, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, hast du das Leben meiner Tochter ruiniert. Danke. Ach, war ganz gut für Sie. Insgeheim gefällt ihr der Beruf der Sanitäterin nämlich viel besser. Aber jetzt müssen wir sie aus den Fängen Forrest Blackwells befreien. Ja. Unglaublich, dass Blackwell ein Bösewicht ist. Er schien eigentlich ganz nett. Er ist ein Fiesling. Schnell, bau den letzten Transformator unten zusammen. Okay. So, jetzt weiß ich auch, wohin die Kiste kommt. Habe ich nämlich von oben gesehen. Schalte jetzt die Stromversorgung für die Transformatoren an. Sehr gut. Ich erkläre dir jetzt, wie wir von hier entkommen werden. Ich fahre die Andockklammern ein. Nein! Wir sind draußen!
Oh, guter Flug, Herr Kapitän. Oh, tut mir leid. Gut, dann würde ich jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.